Das ist alles, was ich esse, um absolut shredded zu werden für meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf in nur 5 Wochen. Und ja, wir sind ziemlich nah am Showday, daher sind die Kalorien ziemlich tief. Was geht, meine Damen und Herren? Mein Name ist Jeremy Wiederkehr und ich heiße euch somit willkommen zu einem neuen Video aus meiner Wettkampfvorbereitung. Heute ist der 31. August. Das heißt, wir haben noch genau 5 Wochen und einen Tag bis zum ersten Wettkampf. Wie schon gesagt, zeige ich euch heute alles, was ich esse, um so shredded wie nur Menschen möglich zu werden. Ich zeige euch aber auch, welche Sachen ich trinke und welche Supplements ich nehme, die mir dabei helfen. Und ja, witzig genug, starten wir den Full Day of Eating hier heute nicht mit Essen, sondern mit Cardio. Yay. Wenigstens haben wir einen geilen Pre-Workout-Stack, welches mir irgendwie ermöglicht, dieses Cardio zu überleben. Warte mal, Leute, ich bin euch hier ja noch einen Fasted-Form-Check schuldig. Und so sehen wir 5 Wochen out von unserer ersten Competition aus. Lasst mich gern bitte wirklich eure ehrliche Meinung in den Kommentaren wissen. Auf jeden Fall bin ich mit der Form, mit dem Progress sehr zufrieden, denn es läuft alles wirklich nach Plan. Das Gewicht geht runter, die Kraft im Training bleibt ziemlich gleich und vor allem das Wichtigste, wir werden leaner, der Körperfett wird weniger, die Form wird härter und ja, die Energie durch den Tag ist auch noch so halb aushaltbar. Also ich will mich wirklich gar nicht beschweren. Obwohl, über eins will ich mich beschweren. Cardio. Zurück zum Pre-Cardio-Stack, beziehungsweise jetzt dann gleich zum Cardio. Naja. Der Pre-Cardio-Stack besteht aus 2 Sachen. Einmal dem Diet Support Pro und einmal dem Daily. Das Daily ist einfach ein geiles Produkt, was ich jedem ans Herz legen würde, weil es einfach dank dem bioaktiven Kollagenen, dem L-Glutamin, den Leucin, dem Kreatin ein extrem gutes Daily, offensichtlich tägliches Produkt ist, ein Allrounder, wo einfach der Gelenk, der Knochen, der Sehnengesundheit hilft, gut für den Muskelaufbau ist und noch dazu eure Proteinbiosynthese anregt. Also ich würde jedem ans Herz legen, nehmt einfach eine Portion, 2 Scoops jeden Morgen. Wird euch helfen, wird euch ganz sicher helfen. Und der Diet Support Pro, eines, wenn nicht sogar mein Lieblingsprodukt aktuell, weil das Zeug ist sowas von geisteskrank. Seitdem ich das nehme, fällt mir mein Cardio einfach wirklich maßgeblich leichter. Ich habe mehr Energie, mehr Kraft bis am Ende von der Cardio. Wir machen eine Stunde, das ist ziemlich hart am Morgen fastet. Und ich merke auch, dass mein Gewicht wirklich stärker droppt. Ich habe früher gedacht, dass so Fatburner und so, dass die fake sind, dass es gar nicht funktioniert und so Marketing. Aber das Zeug funktioniert wirklich. Und es liegt an dem 5-HTP, EGCG, Zylephrin, Koffein und noch einigen anderen Sachen, die da drin sind, die wir einfach wirklich den Stoffwechsel anregen und uns noch extra Energie geben, was dann halt, wie gesagt, beim Cardio dazu schlussfolgt, dass ich am Ende des Cardios zwar schon tot bin, aber noch atmen kann, so halb. Dieses Daily schmeckt gut. Ist krass. An dieser Stelle eine kurze Side Note, denn mit dem Code Jeremy kriegt ihr aktuell 20% auf alles. Ja, das ist die krasseste Aktion, die beste Aktion und die Aktion, bei der ihr euch auf jeden Fall einiges mitnehmen solltet und ihr nicht verpassen solltet. Trotz dieser 2 richtig geilen Supplements sollte eure Priorität 1 immer sein, eure Proteine reinzukriegen. Weil wenn ihr eure Proteine nicht reinkriegt, dann baut ihr keine Muskeln auf. Also nehmt euch auf jeden Fall Isoclear, Designaway oder eine Flexpresso mit. Und eine Stunde geschafft. Also ich glaube, ihr seht, ich habe hier ein bisschen geschwitzt. Ich bin jetzt komplett tot, also wirklich, dieses Cardio nimmt mich richtig auseinander. Dafür haben wir aber auch 460 Kalorien jetzt verbrannt in dieser Stunde. Es ist hart, es ist wirklich nicht spaßig. Also ich bin euch ganz ehrlich, ich hasse das Cardio, aber es muss gemacht werden. Wir stecken absolut alles rein, was geht, um absolut shredded auf dieser Bühne auszusehen. Und wenn das heißt, eine Stunde mich jeden Morgen zu quälen, dann heißt es das halt.
Jetzt geht's aber zum Meal 1 und ihr glaubt nicht, wie ich mich darauf jetzt freue. Während im Cardio die ganze Stunde von Minute 2 bis Minute 59 freue ich mich darauf. Und jetzt gibt's Essen. Meal Nummer 1 ist ready. Hier haben wir 100 Gramm Hühnchen mit 4 Reiswaffeln. Auf einer Reiswaffel haben wir ein bisschen ESN Cashew Nut Butter. Und wir haben hier, ja, richtig gesehen, eine Eiscreme. Das ist aus dem Ninja Creamy. Für alle, die den Ninja Creamy noch nicht kennen, das ist ein absoluter Game Changer. Ich habe den zwar erst seit ein paar Tagen, aber ich bin so verliebt. Denn das hier ist eigentlich ein Protein Shake in Eiscreme-Form. Und schmeckt einfach richtig geil. Hier drin haben wir 35 Gramm Vegan Designer Protein. Und ja, vegan. Weil das Vegane hat eine andere Konsistenz und es schmeckt im Eis ein bisschen geiler. Es ist halt ein bisschen so fester wie das normale Whey-Protein. Was im Shake zwar scheiße ist, also wenn ihr einen Shake trinken wollt, dann nehmt euch niemals das Vegan Designer Protein. Nehmt euch lieber einen Whey. Aber in etwas wie einer Eiscreme oder wenn ihr backt oder so, ist das Vegan einfach ein geiler Cheatcode. Das habe ich lange Gate gekeept, weil ich bin euch ganz ehrlich, ich wollte nicht sagen, dass ich Vegan Protein konsumiere. Aber die Wertigkeit davon ist extrem hoch. Also mindestens bei dem von ESN. Und es schmeckt halt bei gewissen Mahlzeiten geiler. Darauf haben wir nochmal 7 Gramm ESN Cashew Nut Butter. Also insgesamt haben wir 14 Gramm Nut Butter, 35 Gramm Vegan Protein, 250 Milliliter Mandelmilch, dann noch 1 Gramm von diesen Topping, das ist Kellogg's Tresor, 100 Gramm Hühnchen, 4 Reiswaffeln. Und dann noch ein absoluter Cheatcode, Light-Soßen. Einfach irgendwelche Soßen ohne Kalorien oder mit extrem wenig Kalorien. ESN hat die Ultrasoßen. In der Idee haben wir verschiedene Soßen zu wechseln. Damit kann man wirklich alles verändern und für extrem wenig Kalorien. Natürlich könnt ihr auch bei Lidl oder so, jetzt glaube ich auch verschiedene Light-Soßen. Guckt einmal drauf, dass ihr sehr, sehr tief von den Kalorien seid, weil wenn ihr die falschen Soßen nehmt, verdreifacht ihr die Kalorien einfach bei so einer Mahlzeit. Aber jetzt wird sich gegönnt. Falls ihr euch fragt, wieso die Nut Butter, die hat ja sehr, sehr viele Kalorien. Wir brauchen die gesunden Fette, weil wenn wir mit den Fetten zu tief gehen, vor allem als Naturalathlet, zerstören wir unseren Hormonhaushalt komplett. Und darum brauchen wir gute, gesunde Fette. Und diese Nut Butter ist so lecker. Mmh. Ich habe mich gerade voll angesaut, was ne? Oh Mann! Lecker ist es trotzdem. Und ich muss es einmal wirklich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Danke vielmals für die ganzen Bestellungen mit meinem Code bei ESN. Ihr ermöglicht mir das wirklich hier, diese Prep durchzuziehen und für euch diese geilen Videos zu machen. Also danke vielmals. Wirklich, ich finde es wirklich wichtig, dass man auch Appreciation zeigt. Also danke. Das Zeug ist crazy. Bei der geilen Eiscreme habe ich euch gerade fast vergessen, die Makros zu verraten. Wir haben nämlich 466 Kalorien, 52 Gramm Protein, 29 Gramm Carbs und 14 Gramm Fette. Das sind alles wirklich extrem hochwertige Kohlenhydrate, hochwertige Proteine, hochwertige Fette. Alles sind wirklich sehr, sehr gute Nährstoffe, die wir hier drin haben. Und es ist halt ultimativ lecker auch noch, also vor allem die Eiscreme. Die Fette sind so hoch, weil wir halt wegen der Gesundheit die Fette brauchen. So, würde ich sagen, sehen wir uns bei Meal 2. Meal Nummer 2 wird sich hier an der Sonne gegönnt, nämlich dieser fette, geile Salat mit unter 400 Kalorien. Wir haben hier nämlich einen halben Kopfsalat, 250 Gramm Gemüse, heute Tomaten und Paprika, 100 Gramm Beeren, 80 Gramm Chicken und 2 Volleier. Sieht geil aus, schmeckt auch wirklich geil, vor allem aber mit einer extra Prise Salz und glaub mir, in der Prep ist Salz mein bester Freund. Das ist aber nicht das Einzige, was wir uns gönnen. Wir gönnen uns nämlich auch noch einen Energy Drink, weil wir haben hier keine Kohlenhydrate drin, also beziehungsweise keine richtige Kohlenhydratquelle wie Reis, Kartoffeln oder irgendetwas in der Art, sondern ein bisschen Kohlenhydrate natürlich von den Tomaten und Früchten, aber keine richtigen. Darum wird sich noch ein bisschen Energie mit diesem Crank Energy gegönnt. Zu dem Meal gibst du mir aber auch noch die Health Subs. Erstens Magnesium, zweitens Immunity Support und drittens Athlete Stack. Diese zwei sind aber wirklich sehr gute Kombiprodukte, die ich einfach dafür nehme, dass ich nicht krank werde, weil ich kann es mir simpel nicht leisten, in der Prep krank zu werden. Wenn wir krank werden, nur einmal ein bisschen krank werden, sind die Wettkämpfe gelaufen. Weil eine Krankheit würde heißen, dass wir Zeit verlieren, weil wir in der Krankheit nicht in einem Kaloriendefizit sein können, weil wir sonst nicht mehr gesund werden. Und wenn ich auch nur eine Woche jetzt hier nicht im Kaloriendefizit wäre, wäre der Wettkampf gelaufen und ich würde es nicht schaffen bis zur Bühne. Und dieses Magnesium nehme ich aus drei Gründen. Erstens, ich trinke viel. Daher brauche ich auch wirklich Magnesium noch zusätzlich. Zweitens, ich hatte Krämpfe in meiner Wade in der Nacht, bin deswegen aufgewacht. Das ist an einem Magnesiummangel gelegen. Seit ich Magnesium nehme, habe ich das nicht mehr. Und drittens, für die allgemeine Gesundheit wirklich, wirklich sehr sinnvoll. Also, rein da.
Jetzt habe ich es fast vergessen zu sagen, als Soße habe ich da drin einfach nur Apfelessig. Nur ungesüßten Apfelessig. Und das ist wirklich ein Cheatcode, weil wenn man auch nur Öl reintut, Öl, was ja eigentlich was Gesundes ist, hat man extrem viele Kalorien oder irgendwelche Dressings oder irgendwelche fancy Sachen mit vor allem Zucker, Balsamico, so viel Zucker. Ich spare mir dadurch hunderte Kalorien, einfach weil ich nur Essig nehme. Und ja, schmeckt ein bisschen schlechter, aber es macht nicht so einen großen Unterschied. Es macht wirklich nicht so einen großen Unterschied. Und natürlich kriegt ihr auch noch zu diesem Meal die Makros. 383 Kalorien, 38 Gramm Protein, 20 Gramm Kohlenhydrate und 12 Gramm Fett. Meal Nummer 3, aka Pre-Workout Meal. Eins meiner Lieblingsmeals, weil wir hier wirklich viele Kohlenhydrate haben. Wir haben nämlich 7 Reiswaffeln. Ja, das hört sich nicht nach viel an. Für mich ist das viel und es ist die mit Abstand kohlenhydratreicheste Mahlzeit am ganzen Tag, damit wir einfach im Training maximale Energie haben. Und das ist auch der Grund, wieso ich die so liebe, weil wir dadurch Energie bekommen. Aber was genau haben wir hier überhaupt? 7 Reiswaffeln, 200 Milliliter Eiklar, 2 Volleier und das Ganze ist noch getoppt in den ganzen Leitsoßen, einfach weil das ultra geil schmeckt. Was ich aber jetzt noch fast vergessen habe, ist Salz, denn Salz gradet das sowas von ab. Also jeder von euch, der Ei ohne Salz isst, Psychopath. Ganz ehrlich. Und die Makros sind, Trommelwirbel, 415 Kalorien, 36 Gramm Protein, diese lecker Schmecker, 44 Gramm Kohlenhydrate und 11 Gramm Fett. Rein in die Fotoluke. Und das Ganze genießen wir mit einem Hydrorate, einfach um noch ein bisschen Elektrolyte reinzukriegen, weil wir haben irgendwie 30 Grad und ich schwitze total. Daher sind die Elektrolyte wichtig. Und, oh, das ist lecker. Jetzt geht's gleich ins Training und um maximale Leistung und maximalen Pump im Training zu haben, gibt's unseren Pre-Workout Stack. Zuerst mal den Crank Pump Pro und davon gibt's 2 Scoops. Weil ja, wir wollen maximalen Pump auf jeden Fall haben. Ich kann nicht mal in den Shaker reinleeren. Perfekt. Das Ganze kombinieren wir mit nochmal einem Diet Support Pro und Kreatin. Der Diet Support Pro, einfach damit wir noch mehr Energie im Training haben. Und ja, dass wir unseren Stoffwechsel auch nochmal ein bisschen boosten. Weil ein geboosteter Stoffwechsel ist auf jeden Fall was Gutes in der Diät. Das kann ich euch sagen. Das ist keine Empfehlung, 2 Stück am Tag zu nehmen. Die Empfehlung ist, dass ihr eine am Tag nehmt, nicht 2. Das ist nur, was ich persönlich mache. Und hier haben wir noch eine Portion Kreatin in dieser Brausform. Also das schmeckt so geisteskrank gut. Und ja, am Morgen vor dem Fasted Cardio hatten wir im Daily schon Kreatin, aber wir nehmen nochmal Kreatin. Einmal um es maximal herausholen. Ja, ihr wisst, doppelt hält besser. Und Kreatin kostet praktisch nichts. Wenn ihr normales Kreatin kauft, kommt ihr nochmal viel günstiger wie mit diesen Sticks. Fast vergessen zu sagen, beim Crank Pump Pro ist der Strawberry-Kiwi-Geschmack mit Abstand der beste. Das Zeug schmeckt geisteskrank. Und was auch geisteskrank schmeckt, sind die 20%, die ihr immer noch mit dem Code Jeremy auf alle Produkte kriegt. So, mit den Hibos gibt es auf jeden Fall noch einen Crank Energy. Auch hier nicht meine Empfehlung, trinkt nicht mehr als eine Energy am Tag. Ich mach's trotzdem. Falls ihr euch Crank Energy holt, hole ich den Magenta-Geschmack nur, wenn ihr Bubblegum mögt oder halt wirklich sehr süße Sachen, weil das Ding ist richtig süß. Also wenn ihr nicht so auf Süßes abfährt, werdet ihr das Ding nicht mögen. Gewisse von euch werden es schon gespottet haben, unter dem Diet Sport Pro haben wir hier Aminos. Die gibt's nicht jetzt, die gibt's während des Trainings. Einmal damit wir möglichst wenig bzw. im besten Fall keine Muskeln verlieren und bis ans Ende vom Training maximale Energie haben. Gibt's hier immer im Training bei mir, um halt einfach die essentiellen Aminosäuren während des Trainings gedeckt zu haben. Empfehlung geht raus, ist nicht Pflicht. Wenn ihr aber merkt, dass ihr am Ende vom Training eher ein bisschen lascher seid oder dann weniger Kraft habt, würde ich es auf jeden Fall mal mit dem Ding probieren. Aber jetzt geht's ins Training und ich mache euch das im ganzen Training einen fetten Edit. Also, gönnt euch. Tell them
myself. Take off your shoes, crib brand new. Yeah, I'm about to go in like a damn fool. I'm leaving your mouth in shambles. Light up the wax like a candle. Hide me on fire, watch me heat up the track. I took the crown, I ain't giving it back. Unless you got L's on your wish list. Messing with me, you gon' be a statistic. Really, if you don't get it back, that's silly. I'm about to run the game, no kidding. I'm way too cold, too chilly. Yeah, they ain't wanna hear me, yeah, now they gon' feel me. You did? Look at my team gon' way y'all. Now we run in the game, they can't play y'all. We don't need an assist, now we countin' up chips. I think it's time that they pay y'all. Let's go. Yeah, I bet on myself. Yeah, I bet on myself. I don't need you, I bet on myself. Yeah, I bet on myself. Let's go. There's not a man that I fear. There's nobody here that can stop me. Cause I'm in a league of my own, yeah. Y'all can just sit back and watch me. They know who I am, they can't imitate. Don't stay in your lane, I'ma set it straight. I'm putting my way to the top. You get in my way, you know that. Worauf ihr alle gewartet habt, das Posing. Ich hoffe, euch hat dieser Trainings- und der Posing-Edit gefallen. Jetzt geht's aber zum Post für Camille. Und darauf habe ich jetzt richtig Bock, weil ihr glaubt es nicht, ich habe richtig Hunger. Es sieht noch wenig aus und es ist auch wenig. Hier haben wir nämlich Meal Nummer 4. Ganze 3. 3 Reiswaffeln, aber dazu was sehr Leckeres, nämlich 150 Gramm mageres Rindsfilet und auch wenn alle jetzt schon, bitte benutzt keine Leitsoßen, keine Ultrasoßen dafür, das ist voll die... Ja Leute, ich benutze dafür keine Soßen, ich mache ein bisschen Salz drauf und ich genieße das Fleisch einfach so. Und ganz klar, medium rare on top, jeder der ein gutes Stück Rindsfilet, Rindsfleisch, Rindsteak durchbrät. Oh, das kann ich nicht. Okay, ich hab's verkackt. Ich hab's zu lang drin gelassen. Scheiße. Egal, das wird's jetzt gehört und das ist lecker. Und ja, auch die Reiswaffeln sind tausendmal leckerer mit Salz. Falls ihr noch nie ausprobiert habt, probiert's mal aus. Das ist wirklich ein Cheatcode. Trommelwirbel, 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 Trommelwirbel. Die Makros sind 268 Kalorien. Nicht viel, ja. Dafür haben wir 33 Gramm Protein, 18 Gramm Carbs und ungefähr 6 Gramm Fett. Obwohl, so schlecht habe ich es nicht getroffen. Könnte ein bisschen weniger sein, aber ist okay, ist okay. Kann man Reiswaffeln mit dem Messer schneiden? Nein, geht nicht. Wir probieren jetzt mal Steak mit Reiswaffel. Es fühlt sich falsch an, bin ich euch ganz ehrlich. Aber somit sehen wir uns im nächsten Meal. Meal Nummer 5 und ihr seht es an meinem Lächeln schon, ich freue mich da drauf. Wir haben hier nämlich nochmal eine Ninja Creamy Eiscreme und jetzt gibt es sogar ein bisschen Kiwi als Topping, beziehungsweise eine Kiwi geschnitten. Die machen wir hier ein bisschen drüber. Extra schön gemacht für euch. Und ja, ihr könnt mir glauben, auf dieses Meal habe ich mich gefreut, auf dieses Meal habe ich jetzt Bock. Vor allem die Makros von dem Meal sind krass. Wir haben hier nämlich für diese fette 500 Gramm Eiscreme, das sind ungefähr so 6 Kugeln Eiscreme im Laden und bei mir in der Schweiz nur so, immer aus Vergleich, in der Schweiz kostet eine Kugel Eis ungefähr so 3 Euro, 4 Euro. 6 Kugeln, ihr könnt selber ausrechnen, wie viel das wäre. Und die Kalorien, mit den Kalorien und den ganzen Zucker und Fett fangen wir gar nicht erst an. Dieses Meal hat 235 Kalorien, 28 Gramm Protein, 10 Gramm Carbs und 9 Gramm Fette. Und was mir jetzt gerade erst eingefallen ist, ich habe einen Teil von dem Meal vergessen. Nämlich kommen auf die Eiscreme noch 7 Gramm Nut Butter drauf. Weil ohne die Nut Butter hätte das irgendwie 2 Gramm Fett. Die mache ich mir gleich noch drauf. Weil die ist noch nicht drauf und die ist auch nochmal krass vom Geschmack. Hier sind wir wieder und diesmal mit Nut Butter auf der Eiscreme. Und mit einem kleineren Löffel, weil mit einem kleineren Löffel lässt sich besser genießen. Das heißt, es fühlt sich an, als wäre es mehr. Und genauso lasse ich gerne meinen Abend ausklingen.
Falls euch dieser Full Day of Eating aus meiner Wettkampfdiät gefallen hat oder ihr euch vielleicht sogar ein bisschen Inspiration für eure Ernährung nehmen konntet, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen könntet und reinfolgt, damit ihr meinen Wettkampf nicht verpasst. Somit, peace. Wieso sagt ihr mir nichts? Ich wollte das Video an dieser Stelle schon beenden und ich habe den Makro-Recap noch gar nicht gemacht. Wie hätte ich den vergessen können? Wir haben heute über den Tag verteilt ganze 1782 Kalorien gegessen. Ja, das ist wenig. Dafür aber 168 Gramm Protein, mickrige 122 Gramm Carbs und ausreichende 52 Gramm Fette. Jetzt ist das Video wirklich vorbei. Wer von euch aber bis hierher geschaut hat, Hashtag Shreds in die Kommentare, damit ich weiß, dass ihr Videos von mir fertig schaut. Kuss geht raus. Somit, peace out.